Du denkst schon lange über eine PRP-Behandlung nach, hast aber Bedenken, ob diese Methode wirklich effektiv gegen deinen Haarausfall wirkt? Wenn man einen Blick auf verschiedene Foren und Gruppen wirft, stößt man auf viele unterschiedliche Meinungen. Ich finde die PRP für den Arsch. Bringt nichts. Hey Leute, aktuell bin ich 6,5 Monate nach der OP. Das Ergebnis wird immer besser und dichter und ich bereue den Schritt überhaupt nicht. Bislang hatte ich auch 6 PRP-Behandlungen. Mein Tonsurbereich ist ohne HT dadurch wieder komplett voll geworden. Letzte Woche hatte ich meine zweite PRP-Behandlung in Berlin. Wie ist eure Meinung zu der Behandlung? Ich persönlich habe ja schon meine Zweifel. Jedoch will ich auch nicht, dass es am Ende vielleicht daran scheitert. Die einen sind vollkommen überzeugt und die anderen finden, es sei nur Geldmacherei. Für wissenschaftliche Studien werden Probanden in 2 randomisierte Gruppen aufgeteilt. Eine Experimentalgruppe, welche mit der zu testenden Methode behandelt wird, und eine Kontrollgruppe, welche lediglich eine Placebo-Behandlung bekommt. Im Fall der Untersuchung zur PRP-Methode wurde also die Hälfte der Gruppe behandelt und anschließend ein Vergleich gezogen, um so die Wirksamkeit zu bewerten. Die amerikanische Stem Cells Translational Medizin führte zahlreiche Laboruntersuchungen und Studien über die Wirkung von plättchenreichem Plasma auf das Nachwachsen der Haare durch. Für die Studie wurden jeweils 3 PRP-Behandlungen im 30-Tage-Intervall durchgeführt. 20 Patienten wurden 2 Jahre lang evaluiert. Außerdem gibt es Studien, in denen plättchenreiches Plasma als Behandlung für androgenetische Alopezie bewertet wurde. In erster Linie fand man heraus, dass es besonders wichtig ist, mindestens 3 Behandlungen in einem Intervall von 30 Tagen durchzuführen. Alle Studien belegen, dass diese Behandlungsmethode komplett risikofrei und demnach frei von Nebenwirkungen ist, da ausschließlich körpereigenes Blut verwendet wird. Bei den Untersuchungen konnten folgende Ergebnisse festgestellt werden. Eine Verbesserung der Haardichte, eine Erhöhung der Haaranzahl und eine Stärkung der äußeren Zellschicht der Kopfhaut. Ergebnisse zeigten, dass die Haardichte von Probanden im Durchschnitt um 45,9 Quadratzentimeter anstieg. Dabei ist es jedoch zu betonen, dass die Probanden, wie erwähnt, nur 3 Sitzungen durchführten. Da sich das Ergebnis mit jeder Sitzung nochmal verbessert, empfehlen unsere Experten für den maximalen Erfolg stets 6 Sitzungen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass eine PRP-Behandlung erblich bedingten Haarausfall zwar nicht komplett beseitigt, aber zumindest Zeit verschaffen kann. Der Haarausfall wird deutlich verlangsamt und das Wachstum angeregt, da die Haare direkt an der Wurzel gestärkt und gekräftigt werden. Je geringer dein Haarausfall, desto besser kann dein Wunschergebnis erzielt werden. Die Studien haben gezeigt, dass selbst bei stark fortgeschrittenem Haarausfall der Haarausfall bis zu 12 Monate lang deutlich minimiert werden wird. Wie gut dein Endergebnis aussehen wird, hängt außerdem von deinem Geschlecht und deinem Alter ab. Die Studienauswertungen zeigen nämlich, dass bei Männern Ergebnisse schneller sichtbar sind als bei Frauen. Bei Probanden unter 40 Jahren konnte außerdem die Haardichte deutlich verbessert werden als bei älteren Studienteilnehmern. Bei Probanden unter 25 Jahren waren die Ergebnisse sogar noch eindeutiger. Natürlich ist die Stärke des Haarausfalls nicht immer auf das Alter zurückzuführen. Wenn du zum Beispiel unter 25 Jahre alt bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dein Haarausfall noch in einem frühen Stadium befindet. Die Studienergebnisse zeigten ebenso aber, dass die Haare bei jungen Menschen oft dicker und dichter nachwachsen. In erster Linie muss allerdings betont werden, dass es auf die Stärke des Haarausfalls ankommt. Beispielsweise kann man auch mit über 40 Jahren einen leichten Haarverlust bekommen. Je früher man handelt, desto effektiver wirkt die PRP-Behandlung, was bedeutet, dass mehr Haare gerettet werden können. Gegenüber der aktuellen Studienlage wird aber auch Kritik geübt. Diese richtet sich an die geringe Probandenanzahl und die nicht standardisierten Methoden. Die konkrete Ableitung daraus sieht vor, dass weitere wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden sollten, um die Aussagekraft zu erhöhen. Die bisherigen Ergebnisse sind jedoch vielversprechend und decken sich mit den zahlreichen Erfahrungen, die wir bereits durch unsere Patienten sammeln konnten. Zusammenfassend ist erkennbar, dass die zahlreichen Untersuchungen und Verbesserungen der jeweiligen Haarsituation viel mehr für die Durchführung einer PRP-Behandlung sprechen als dagegen. Wenn du neugierig geworden bist oder noch weitere Fragen rund um die PRP-Behandlung hast, dann kontaktiere uns jederzeit gerne. Unsere Experten sind jeden Tag 24/7 für dich erreichbar und helfen dir gerne weiter.